Grüß euch miteinander und willkommen zum Ski-Extra am Slalom-Klassiker aus Adelboden. Das Rennen gewonnen hat der Marco Schwarz, der Österreicher. Für einen Podestplatz hat es für die Schweizer leider nicht gelangt. Zwei Jahre nach Marcel Hirscher steht heute wieder ein Österreicher zuoberst auf dem Slalom-Podest. Der Marco Schwarz profitiert im zweiten Lauf, dass die drei Führenden nach dem ersten Lauf deutlich Zeit verlieren. Es hat super funktioniert, als die Piste war in einem sehr guten Zustand, auch im zweiten Durchgang. Es war nicht ganz leicht nach dem Megaprogramm jetzt die letzten Tage, aber ich habe die letzten Körner nochmal zusammengekratzt und nochmal alles gegeben im zweiten Durchgang. Heute steht kein Schweizer auf dem Podest, das aber nur knapp. Der gestrige Dritte, Loic Meillach, wird heute fünft. Direkt hinter ihm klassieren sich der Don Guinev und der Daniel Juhl auf den Rang 6 und 7. Alle drei Schweizer verlieren auf einen Sieger keine 30 Sekunden. Sicher, es war schwierig, den letzten Teil wieder einmal Gas zu geben. Ich habe wirklich alles probiert. Und es ist so knapp. Ich meine 500. und ich bin Zweite. So, es ist wieder ein sehr enges Rennen und wir können keine Fehler machen. Und dann, wenn ich eigentlich den ganzen Druck rausgenommen habe im Ziel, dann habe ich gemerkt, dass die Beine waren ziemlich schwer. Auf dem Podest stehen heute andere. Nebst dem Sieger Marco Schwarz sind das der Deutsche Linus Strasser und der Brit Dave Riding. Hier ist er aufgewachsen und hier hat er seinen grössten Erfolg gefeiert. Hans Pieren, ein Name, der seit einer gefühlten halben Ewigkeit fürs Kunisbergli steht. Der Adelbodner ist schon bald seit 30 Jahren Rennleiter da. Es war ein grosses Ziel, hier schon als kleiner Bub habe ich hier am Kunisbergli gelernt, Skifahren. Einmal hier zu starten als erstes. Im Dress vom B-Kader fährt Hans Pieren 1992 auf den zweiten Rang. Das einen Tag vor seinem 30. Geburtstag und rund 500 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Ich habe dann meine Ski selber gemacht. Es war meine beste Saison. Bis Adelboden war ich nie schlechter als siebet. Und für das Publikum hier vor Ort im Ziel ohne ist natürlich das eine grandiose Stimmung gewesen, oder? Ich bin ins Ziel gekommen, bin dann erst gewesen, also habe ich meinen Rang mindestens verteidigt. Und nach mir ist dann noch der Führer gekommen vom ersten Lauf, der Ole Christian Fulset. Hat mich nachher noch geschlagen, aber das war unglaublich. Aber sonst, ich meine, wegen dem ist man der gleiche Mensch. Ich bin hier in der Schule und bin einkaufen vor dem Rennen und nach dem Rennen auch. Also wegen dem, ich glaube, das kommt auch nicht gut an, wenn man sich da verändert. Und manchmal ist es ja vielleicht so, dass der König im eigenen Land am wenigsten wichtig ist, oder? Eine Saison nach dem zweiten Rang in Adelboden beendete Hans Pieren seine Karriere. Sein Berg bleibt er aber treu. Als Rennleiter prägt er seit Jahrzehnten die Weltcup-Rennen in Adelboden. Ja, der Ski-Weltcup Adelboden, der ist gleich passé. Bei mir habe ich jetzt Christian Holter, der Chef des Ski-Weltcup. Herr Holter, vielleicht auch ein allgemeines Fazit, auch so ein bisschen gerade betreffend der Stimmung, die hier geherrscht hat. Ja, wir hatten drei perfekte Skitage in Adelboden. Hochständer Sport auf der Piste. Aber rundum, außerhalb der Piste, war es natürlich eine sehr ruhige Atmosphäre. Wir fragen auch bei den Fahrern nachher, wie sie das Rennen erlebt haben, so ganz ohne Zuschauer. Sehr schade natürlich. Ich denke, für das Rennenfahren selber kommt es nicht so drauf an. Aber wenn man jetzt gerade so ein Podest feiern kann, wenn man weiss, ich war letztes Jahr ein Zuschauer hier, weil ich verletzt war, wie das hier abgegangen ist, das ist schon sehr schade. Traurig. Nein, es ist schade. Also die Fans, das ist einzigartig. Das ist für mich das grösste Rennen des Jahres. Und auch wegen der Stimmung. Man hört die Fans vom Start bis ins Ziel. Und jetzt kommen wir im Ziel an. Und die Emotionen fehlen ein bisschen momentan im Sport. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr mit Publikum. Ja, wenn Restaurants und Hotels weniger Geld einnehmen, hat das auch Auswirkungen aufs OK. Kann man da schon beziffern, wie hoch das Defizit ist? Ja, wir gehen von einer Finanzierungslücke aus, die im höheren sechsstelligen Bereich ist. Das ist aufgrund dessen, dass wir keine Zuschauereinnahmen haben. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch froh und dankbar, dass wir ein Gesuch dürfen stellen, für die Finanzierungslücke zu decken, im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket vom Bund zugunsten des Sports. Herr Holter, merci vielmals für eure erste Einschätzung. Und wir hoffen natürlich auf ein besseres Corona-freies nächstes Jahr. Und euch danke vielmals für das Zuschauen. Das war es vom Ski-Extra aus Adelboden. Adieu miteinander.